Hallo und herzlich willkommen zu meinem Video zum Konzepttest innere Energie. Die Frage lautet, Luft wird von 25 Grad auf 35 Grad isobar erwärmt. Welche Aussagen sind korrekt? A. Die Translationsenergie der Luftmoleküle nimmt zu, die Rotationsenergie bleibt konstant. B. Translations- und Rotationsenergie der Moleküle nehmen zu. C. Das Gas nimmt Wärme auf und gibt die gleiche Menge Arbeit an die Umgebung ab. D. Die Arbeit W dieses Prozesses hat ein negatives Vorzeichen. Zuerst möchte ich über die innere Energie sprechen. Was ist eigentlich die innere Energie? Es ist die gesamte in einem ruhenden thermodynamischen System erhaltene Energie. Die innere Energie setzt sich aus der gesamten Energie seiner Moleküle. Also Translation, Rotation und Schwingungsenergie. Um es besser erklären zu können, möchte ich den ersten Hauptsatz der Thermodynamik erwähnen. Der erste Hauptsatz der Thermodynamik ist eine besondere Form des Energieerhaltungssatzes der Mechanik. Er sagt aus, dass Energien ineinander umwandelbar sind, aber nicht gebildet bzw. vernichtet werden können. In Worten bedeutet dies, die Änderung der inneren Energie eines geschlossenen Systems ist gleich der Summe der Änderung der Wärme und der Änderung der Arbeit. Das bedeutet, dass die innere Energie in einem geschlossenen System konstant ist. Wenn Q größer als 0 ist, wird in dem System Wärme zugeführt. Wenn Q kleiner als 0 ist, gibt das System Wärme ab. Wenn W kleiner als 0 ist, verrichtet das System Arbeit. Und wenn W größer als 0 ist, wird am System Arbeit verrichtet. Die Freiheitsgraden. Alle Teilchen sind ständig in ungeordneten Bewegung. Eine Temperaturerhöhung erfordert eine Erhöhung der inneren Translationsenergie. In Flüssigkeiten und Gasen kommen die Teilchen bei Zusammenstößen auch in Rotation. Höhere Temperatur bewirkt auch höhere innere Rotationsenergie. Die meisten Substanzen dehnen sich aus, wenn sie bei konstantem Druck erwärmt werden. Dabei verrichten sie Arbeit an der Umgebung und geben einen Teil der als Wärme zugeführten Energie wieder nach außen ab. Zu meiner Frage. Es wird gefragt, welche die Aussagen korrekt sind. A. Die Translationsenergie der Luftmoleküle nimmt zu, die Rotationsenergie bleibt konstant. Diese Aussage trifft nicht zu. B. Translations- und Rotationsmoleküle nehmen zu. Bei Erwärmen nimmt die thermische Energie zu. Nach dem Gleichverteilungssatz verteilt sich die thermische Energie gleichmäßig auf alle Freiheitsgraden. Die molare kinetische Energie pro Freiheitsgrad beträgt 1/2 mal R mal T und hier ist R die Gaskonstante und T Temperatur in Kelvin. Und Luft besitzt 3 Freiheitsgraden der Translation und 2 Freiheitsgraden der Rotation. Bei Erwärmen um 10 Kelvin nimmt die Translationsenergie um 3/2 mal R mal 10 Kelvin und die Rotationsenergie um 2/2 mal R mal 10 Kelvin zu. Also die Aussage ist korrekt. C. Das Gas nimmt Wärme auf und gibt die gleiche Menge Arbeit an die Umgebung ab. Der erste Hauptsatz für geschlossene Systeme lautet, Delta U ist gleich Q plus W. Bei Erwärmen nimmt die innere Energie zu, und zwar insgesamt um 5/2 mal R mal 10 Kelvin. Delta U ist also positiv. Die aufgenommene Wärme Q muss also größer als die abgegebene Arbeit W sein. Tatsächlich wird der größte Teil der aufgenommenen Wärme als innere Energie gespeichert und ein kleinerer Teil, also minus 2/2 mal R mal 10 Kelvin, als Arbeit an die Umgebung abgegeben. Die aufgenommene Wärme beträgt also 7/2 mal R mal 10 Kelvin. Die Aussage trifft nicht zu. B. Die Arbeit W dieses Prozesses hat ein negatives Vorzeichen. Nach der Vorzeichenkonvention werden alle abgegebenen Energiebeträge als negativ gewertet.
Das Gas dehnt sich aus, Arbeit wird vom System geleistet und an die Umgebung abgegeben. Die gesamte Energiebilanz des Prozesses lautet Q ist gleich 7,5 mal R mal 10 Kelvin und das ist gleich plus 291 Joule pro Mol. Delta U ist gleich 5,5 mal R mal 10 Kelvin und das ist gleich plus 208 Joule pro Mol. Und W ist gleich minus 2,5 mal R mal 10 Kelvin und das ist gleich minus 83 Joule pro Mol. Also die Aussage ist korrekt. Ich hoffe, ich konnte es gut erklären. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit.